Hi, mein Name ist Brian, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe zurzeit mit dem Motorradführerschein angefangen und ich werde jetzt diesen Kanal übernehmen. Heute reden wir über diesen sportlichen Bremerhelm und mehr dazu nach dem Intro. Wenn du ein engagierter Motorradfan bist, hast du bestimmt schon mal was von der Marke Bremer aus Italien gehört. Heute habe ich hier den Bremer Hurricane. Er ist matt, rot, orange, wie man hier sehen kann. Hier steht nochmal in schwarz die Marke Bremer drauf. Hier hat er noch oben so Lüftungen, genauso wie hier unten. So sieht er von hinten aus, so von der Seite. Das Besondere zum Beispiel an diesen Lüftungen ist, an diesem Helm, wenn man zum Beispiel warme Luft im Helm hat, kommt hier wieder frische Luft rein und die heiße Luft geht dann von hier wieder raus, dass es schön kühl bleibt im Helm. Dann hatte ich hier vorne ein sehr breites Visier, dass man ja alles sehr gut auf den Straßen sehen kann. Er hat einen Doppel-D-Verschluss, ist eins der sichersten, die es auf dem Markt gibt. Dann kann man das Innenfutter von dem Helm rausnehmen und waschen, wenn man zum Beispiel sehr viel geschwitzt hat in dem Helm, dann kann man es einfach rausnehmen. Und ja, dann machen wir weiter mit dem Preis. Also der Preis ist echt unschlagbar für diesen sehr optisch gut aussehenden Rennhelm, denn er kostet nicht mehr als 300 Euro. Und die Geschichte hinter dem Helm, also die Marke Bremer hat nicht immer Motorradhelme hergestellt, sondern der Firmenbesitzer Riccardo Simoni hat erst angefangen mit Glasfaser seine Produkte herzustellen. Doch durch die neue Gesetzgebung in Italien, dass jeder ein Motorradhelm tragen muss, ist er zu dem Schluss gekommen, seine ganze Erfahrung in die Helmindustrie zu stecken. Und dadurch sind die Helme zu seinem Hauptgeschäft geworden. Er verkauft natürlich nicht nur diesen Rennhelm, wie man den hier sehen kann, sondern er stellt auch für Rollerfahrer, für Motocrossfahrer und für Automobilfahrer Helme her. Und er stellt auch noch für die italienische Armee sowie auch die NATO auch Sicherheitshelme her. Die Marke Bremer ist in letzter Zeit aus Deutschland verschwunden, aber sie ist dieses Jahr mit zum Beispiel diesem Modell, dem Bremer Hurricane, wieder auf den Markt gekommen. Sie exportiert zurzeit in 40 verschiedene Länder. Und das war es mit dem Video zu dem Helm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt noch unsere anderen Videos aus auf helme.tv. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Everybody fucking jump.